Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Ja, vielen Dank, Herr Krull, für die freundlichen Worte. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, es geht um innere Uhren, um Rhythmen, um Biorhythmen, um Tagesrhythmen. Und wenn Sie vielleicht eine einzige Neuigkeit aus diesem Vortrag mitnehmen, die berühmte Frage, bestimmen die Sterne unser Leben? Die Wissenschaft kann sagen, ja, aber natürlich nur der eine, nämlich die Sonne. Für all die anderen Sterne, das muss ich den Astrologen überlassen. Was will ich Ihnen heute erzählen? Ich möchte Ihnen etwas über biologische Rhythmen und Uhren und die wichtigen Unterschiede zwischen den Rhythmen und den Uhren erzählen. Dann möchte ich auf mein eigenes Fachgebiet ein wenig eingehen, die Chronophysiologie, also die Rhythmik der Körperfunktionen. Und vielleicht dann im letzten Teil etwas dazu, warum das eigentlich für uns alle so wichtig ist und was es uns zum Beispiel auch in der Medizin und der Klinik bringen kann. Biologische Rhythmen können wir eigentlich überall in der Natur beobachten und wir ordnen diese nach ihren Perioden, also nach ihren Zyklen. Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Sie sehen oben links eine Krabbe, die soll die Tidenrhythmen verdeutlichen. Wir wissen nicht, ob diese Rhythmen uhrengesteuert sind oder vielleicht nur eine Reaktion auf die An- oder Abwesenheit von Wasser. Es gibt Hinweise, dass es tatsächlich Uhren sind, die diese Rhythmen steuern. Wie sie funktionieren, wissen wir nicht. Rechts oben sehen Sie dsungarische Hamster. Das ist ähnlich wie beim Hermelin, ein Jahresrhythmus. Die Fellfarbe ändert sich, die Winterform in der Mitte. Und das ist keine Uhr. Also diese Hamster passen ihre Fellfarbe tatsächlich der Tageslänge an. Wenn man die Hamster in einen langen Nacht-, kurzen Tagrhythmus bringt, dann werden sie weiß, so wie der Kollege in der Mitte. Und wenn sie in eine sommerähnliche Bedingung bringen, dann bleiben sie dunkel und sind auch reproduktiv. Das heißt, wir haben oft in Instituten, die sich mit diesen Hamstern beschäftigen, beide Formen parallel, abhängig von den Lichtbedingungen in den Ställen. Unten links sehen Sie eines der typischen Studienorganismen für die 24-Stunden- und Tagesrhythmen. Das ist Goniaulachs, ein Planktontierchen. Einige von Ihnen kennen vielleicht das Meeresleuchten. Insbesondere in tropischen Gewässern kann man das manchmal so in der Brandungszone sehen. Und Goniaulachs ist sehr beliebt, weil es macht sein eigenes Licht. Und dieses Licht wird tatsächlich von der inneren Uhr gesteuert. Man kann diese Tierchen in einen Erlenmeyer-Kolben im Labor halten. Und wenn sie es dunkel machen, dann können sie dann diese Tag- und Nachtrhythmik des Leuchtens im Labor verfolgen. Aber es gibt auch ganz exotische Rhythmen. Unten rechts sehen Sie Magi-Zikada, die magische Zikade. Das ist eine Grillenart, die alle 17 Jahre aus ihren Larven schlüpft und sich verpaart und dann wieder für 17 Jahre in der Versenkung verschwindet. Warum diese Rhythmen so sind, ob das Uhren sind oder vielleicht doch ein nicht erkanntes physikalisches Phänomen, nachdem sich diese Zikadenrhythmen keiner weiß ist und keiner möchte das auch erforschen, weil Sie können sich vorstellen, das ist eine Lebensaufgabe für eine Doktorarbeit eindeutig zu lang. Wir können Rhythmen auch anders messen, hier ganz modern in den sozialen Medien. Hier hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat mal geschaut, wie bei Twitter, diesem Messaging-Dienst im Internet, die positiven und negativen Assoziationen im Tages- und im Wochenverlauf sich ändern. Sie sehen oben die positiven Assoziationen, also wie oft jemand ein positiv eingefärbtes Wort verwendet hat. Und da sehen Sie sehr schön, es gibt so einen gewissen Tagesrhythmus. Es fängt ganz gut an, früh, Mitternacht noch, dann wird es so gegen Arbeitsbeginn eher schlecht. Danach, wenn es Richtung Mittagpause geht, wird es wieder besser. Dann gibt es die lange Nachmittags-Hennenpartie und zum Abend hin, da steigt die Stimmung wieder. Umgekehrt für die negativen Assoziationen. Aber was Sie auch sehen, es gibt einen klaren Wochenrhythmus. Sonntags, das ist diese orange-gelbe Kurve, da ist die gute Stimmung hoch. Das ist die höchste Kurve in dem obersten Graph und eher eine der niedrigen Kurve im unteren Graph. Ist das eine Uhr? Ja, vielleicht, aber natürlich ist es vor allen Dingen eine Reaktion auf unsere äußeren Bedingungen, auf die Abwesenheit von den lieben Kollegen und Feierabend und Freizeit. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, wie ist das, warum brauchen wir eigentlich diese Rhythmen? Dann ist dieses Bild eigentlich sehr bezeichnend. Sie sehen hier die Erdkugel in einer künstlerischen Darstellung. Ansonsten würde man die Lichtverhältnisse in der Nacht eigentlich nicht so wahrnehmen können. Aber Sie können hier sehr schön sehen, im Tagesverlauf ändern sich die Lebensbedingungen auf unserer Erde sehr extrem.
Am Tag haben wir das Licht, wir haben erhöhte Temperatur, wir haben vielleicht auch ganz andere Bedingungen in der Luftfeuchtigkeit. In der Nacht ist es weitestgehend dunkel, wenn wir nicht die elektrische Beleuchtung haben. Und für einen Organismus ist es wichtig, dass beide von diesen unterschiedlichen Umgebungsbedingungen auch verkraftet wird, dass wir darauf adaptiert sind. Und der Vorteil ist, die sind ja sehr regelmäßig. Insofern macht es Sinn, dass wir innere Uhren haben, Zeitgeber, die uns verraten, wann wir damit rechnen können, dass es hell wird oder dass es dunkel wird und uns darauf adaptieren können. Stellen Sie sich vor, eine Pflanze, die Photosynthese macht, da macht es Sinn, dass sie schon eine kurze Zeit, bevor die Sonne rauskommt, anfängt, diese Maschinerie hochzufahren, um dann optimal aus dem Sonnenlicht Energie schöpfen zu können. Tatsächlich nehmen wir an, dass diese inneren Uhren evolutionär daraus entstanden sind, dass insbesondere die Zellteilung in der Dunkelphase stattfinden soll. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein einfacher Einzeller in einer frühen Erdphase und Sie wollen sich teilen. Dann gibt es eine Phase in Ihrer Teilung, wo Ihre Erbinformation besonders empfindlich ist, und das ist die Replikation. Also diese Phase, wo Sie Ihr Erbgut einmal duplizieren, um es an Ihre Nachfolgen weiterzugeben. In dieser Phase greifen die meisten Reparaturmechanismen nicht und Sie sind also in dieser Phase sehr empfindlich in der Fähigkeit, Ihr Erbgut unverändert weiterzugeben. Dafür ist es wichtig, dass diese Phase möglichst in der Dunkelheit liegt. Denn einer der schädigsten Einflüsse für unser Erbgut und insbesondere, wenn wir ein sehr kleiner Organismus sind, ist das Sonnenlicht, und zwar das UV-Licht. Und deshalb macht es Sinn, dass sogar schon diese Urzeitorganismen in der Lage waren, vorauszusehen, wann es sehr wahrscheinlich und sehr unwahrscheinlich war, dass während der Replikationsphase Sonnenlicht anwesend war. Und deshalb glauben wir, haben sich ursprünglich mal diese inneren Uhren entwickelt, und inzwischen finden wir die eigentlich in allen Tieren und den meisten Pflanzen. Ein wichtiger von der Uhr gesteuerter Rhythmus ist der Schlaf-Wach-Rhythmus, und ich habe hier so ein paar Beispielfotos von unterschiedlichen Tieren in ihrer typischen Schlafhaltung mitgebracht. Sie sehen unten den Affen und die Katzen, das kennen Sie sicherlich alle. Man liegt, es gibt einen relativ geringen Muskeltonus und die Augen sind in der Regel geschlossen. Überhaupt die ganze Sensorik ist runtergefahren, aber es gibt auch ungewöhnliche Schläfer, wie oben rechts die Fledermäuse, oder vielleicht die beeindruckendste Form des Schlafes ist der Schlaf beim Pottwal. Sie wissen ja, Pottwale haben diese mit Öl gefüllte Schnauze, weshalb sie in früheren Jahrhunderten fast bis zur Ausrottung gejagt wurden, um europäische Städte mit Lampenöl zu versorgen. Und wenn diese Pottwale aufhören, aktiv zu schwimmen, richten sie sich ganz automatisch mit der Schnauze nach oben auf, weil das Öl etwas leichter ist als das Wasser. Leider gibt es hier keinen Taucher, der dazwischen durchtaucht, aber Sie wissen, Pottwale sind sehr groß, das muss sehr beeindruckend sein. Tatsächlich schlafen aber nicht nur diese Säugetiere, sondern wir nehmen eigentlich an, dass alle Tiere schlafen. Ich habe hier ein paar Fotos wieder mitgebracht, und die einzige Spezies, von der wir wissen, dass sie wahrscheinlich nicht schläft, sind hier die Pflanzen. Aber Delfine können schlafen. Delfine besitzen eine besondere Form des Schlafes, nämlich den halbseitigen Schlaf. Sie wissen, Meeressäuger müssen immer zwischendurch an die Wasseroberfläche kommen, um zu atmen, und die Delfine können tatsächlich die Schlafaktivität in ihrem Gehirn zwischen den beiden Hemisphären wechseln und sind so in der Lage, schwimmend zu schlafen und zwischendurch Luft zu nehmen und wieder abzutauchen. Aber auch sehr einfache Organismen wie die Fruchtfliege hier, bei der man äußerlich sehr schlecht unterscheiden kann, ob sie wach ist oder gerade schläft, denn sie hat ja keine Augenlider, die sie schließen kann. Sie bleibt dann einfach auf dem Boden sitzen. Als auch hier der Fadenwurm C. elegans, ein sehr beliebtes Forschungsobjekt, zeigen schlafartige Verhaltensmuster. Wir Menschen schlafen natürlich auch, und wir schlafen relativ viel im Vergleich zu einer ganzen Reihe anderen Tieren. Aber interessanterweise in den letzten Jahren schlafen wir immer weniger. Hier sind Daten aus den USA, aus der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und dann sehen Sie, dass von 1960 bis 2000 die durchschnittliche Schlafdauer in den Vereinigten Staaten ungefähr 2 Stunden pro Tag abgenommen hat. Und der Trend ist in Deutschland sehr ähnlich. Interessanterweise, und wir gehen inzwischen davon aus, dass das nicht nur korrelativ ist,
ist nicht nur der Schlaf weniger geworden, sondern wir sind auch alle schwerer geworden. Und es gibt inzwischen fundierte Studien, auch aus kontrollierten Laborbedingungen, die zeigen, dass Schlaf, ein gesunder Schlaf, ein Schlaf zur richtigen Zeit und ein ausreichender Schlaf ganz entscheidend wichtig ist, um unsere sogenannte Energiehomöostase und damit letztendlich auch unser Körpergewicht zu regulieren. Es geht sogar so weit, dass die Schlafdauer mit der Lebenserwartung korreliert. Hier eine sehr große Studie von über 1 Million Probanden, die gezeigt hat, dass man bei einer mittleren Schlafdauer von ungefähr 7 Stunden die höchste Lebenserwartung hat. Wenn Sie weniger schlafen oder wenn Sie mehr schlafen, dann ist statistisch im Schnitt Ihre Lebenserwartung etwas geringer. Warum das auch bei Vielschläfern oder Langschläfern der Fall ist? Ja, wahrscheinlich, weil hier natürlich nicht berücksichtigt ist, dass viele Menschen auch krank sind und krankheitsbedingt vielleicht vermehrt schlafen müssen und dann natürlich im Umkehrschluss aufgrund dieser Erkrankung eine etwas geringere Lebenserwartung haben. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wir interessieren uns natürlich, wie dieser Schlaf gesteuert wird, welche Zentren im Gehirn dafür wichtig sind und wie die letztendlich von den inneren Uhren angesteuert sind. Und ich habe Ihnen hier einen Querschnitt durch das menschliche Gehirn mitgebracht. Und da sind insbesondere 2 wichtige Zentren wichtig. Wir haben einmal das sogenannte aufsteigende Erregungssystem hier unten im Hirnstamm, hier am sogenannten blauen Kern, dem Locus coeruleus. Wenn diese Kerne im Gehirn aktiv sind, dann werden wir wach, dann werden andere Nervenzellen in der Hirnrinde angesteuert, die dafür sorgen, dass unsere kognitiven Funktionen aktiv werden. Auf der anderen Seite gibt es das schlafinduzierende Zentrum im basalen Vorderhirn, hier im sogenannten ventrolateralen präoptischen Nukleus. Und diese beiden Zentren beeinflussen sich gegenseitig und sorgen letztendlich dafür, dass wir tagsüber wach und nachts schlafend sind. Und zwar funktioniert das in so einer Art Wippenmechanismus. Wir haben hier die schlaffördernden Zentren, hier die Wachzentren, die sich gegenseitig beeinflussen. Im Wachzustand sind die Wachzentren aktiv, inhibieren die Schlafzentren und zusätzlich werden sie noch aktiviert von den sogenannten Orexin- oder Hypokretin-Neuronen im Hypothalamus, die dafür sorgen, dass der Wachzustand stabilisiert wird. Im Schlafzustand schlägt das System dann um, die schlafinduzierenden Zentren hemmen die Orexinergen und diese Erregungsneuronen und es kommt zur Umschaltung in den Schlafzustand. Und deshalb haben wir auch nicht so ein allmähliches Hinübergleiten über Stunden vom Schlaf in den Wachzustand, sondern wenn diese Wippe hier umschlägt, dann sind wir tatsächlich auch wach und es kann in der Regel relativ schnell gehen. Wichtig für diese Stabilisierung sind hier diese Orexin-Neuronen. Wenn die fehlen, wenn Sie eine zum Beispiel genetische Defizienz für dieses wichtige Neuropeptid haben, dann führt es zu einer Erkrankung, die Narkolepsie heißt. Und im narkoleptischen Patienten ist dieser Übergang zwischen dem Schlaf-Wach-Zustand gestört. Das heißt, die Patienten können relativ schnell und manchmal ohne größere Vorankündigung vom Schlaf in den Wachzustand und umgekehrt schwingen. Es gibt in Stanford, das ist hier Professor Mignot, Kollege aus Stanford, da gibt es ein Hunderudel, die einen genetischen Defekt in diesem orexinergen System haben. Und diese Hunde leiden auch unter Narkolepsie und sie fallen immer dann in den Schlaf, wenn sie sich besonders freuen. Das heißt, wenn Herr Mignot, Sie sehen, er ist hier sehr froh, der Hund freut sich auch schon und wenige Sekunden später ist der Hund eingeschlafen. Das ist für die Hunde nicht schlimm, die haben keine Schmerzen dabei, die wachen wenige Minuten später wieder auf, die sind auch sehr klein, das heißt, sie fallen nicht besonders tief. Das ist bei Menschen natürlich anders, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden beim Autofahren plötzlich einschlafen oder Sie würden beim Sport oder irgendwo im Verkehr plötzlich umfallen, dann kann das natürlich Konsequenzen haben. Insofern ist es schon eine sehr beeinträchtigende und sehr risikoreiche Erkrankung, aber an dem eigentlichen Zustand selber leiden Sie nicht besonders. Ja, also wie funktioniert das jetzt mit den inneren Uhren und haben wir Menschen eigentlich auch innere Uhren? Wir haben ja äußere Uhren, wir haben ja Wecker und wir haben ja das Licht draußen und den Kollegen, der uns Bescheid sagt, wenn wir wieder wach werden müssen. Das hat sich auch Herr Aschoff gefragt. Herr Aschoff ist quasi der Vater der Chronophysiologie und er hat in den 60er Jahren diese sogenannten Bunker hier in Andechsee-Wiesen am Max-Planck-Institut, heute heißt es Max-Planck-Institut für Ornithologie, gebaut, wo er
Studenten in so einer Art Apartment eingeschlossen hat für mehrere Wochen und geschaut hat, ob die auch ohne Einfluss von außen weiter diese Tagesrhythmik aufrechterhalten. Sie sehen hier Herrn Weber, einen Kollegen von Herrn Aschoff, mit einer Probandin auf dem Weg in diesen Bunker und dann ein paar Tage später hier die Probandin. Sie sehen schon, das ist ja in der Zeit vor Internet und Smartphones. Das heißt, sie hat sich ein Buch mitgebracht, um für die nächste Klausur zu lernen. Das waren in der Regel Studenten, die sich zu sowas bereit erklärt haben. Und was man dann gemacht hat, man hat die im Prinzip verkabelt und hat geschaut, wie viele Körperfunktionen sich in den nächsten Wochen in diesen Bunkerexperimenten verändern. Und hier ist so ein Beispiel von so einer Aufzeichnung. Sie sehen hier in der oberen Reihe den Schlaf-Wach-Rhythmus, oben immer die Wachphase mit Alpha abgekürzt und dann hier unten mit Rho die Schlafphase. Dann gibt es hier die Körpertemperatur, die hier sehr schön auf und ab geht. Und hier eins von den Hormonen, von denen wir wissen, dass es sehr stark tagesrhythmisch ausgeschüttet wird, das Cortisol. Cortisol morgens immer am höchsten, abends in der Regel am tiefsten. Und Sie sehen auch, der Cortisolrhythmus hier sehr stark ausgeprägt. So, hier, wo diese senkrechte Linie ist, da ist dann die Tür zugemacht worden. Das heißt, danach hatte die Probandin keinen regelmäßigen Kontakt zur Außenwelt mehr. Es gab so einen kleinen Vorraum, wo Essen zur Verfügung gestellt wurde in zufälligen Zeitintervallen, sodass auch von dort keine Informationen über die Zeit mehr vorhanden war. Und wie Sie auch sehr schön sehen, bleibt sowohl der Schlaf-Wach-Rhythmus als auch der Temperaturrhythmus als auch der Cortisolrhythmus weitestgehend erhalten. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann können Sie sehen, dass der Rhythmus zwar erhalten bleibt, aber nicht mehr ganz genau mit einer Periode von 24 Stunden schwingt. Die Probandin hat ihren eigenen inneren Rhythmus, der nicht vielleicht von irgendeinem, man hat damals gedacht, ja, vielleicht gibt es ja noch ein Zeitsignal, an das wir nicht gedacht haben, magnetische Wellen, dagegen hat man das abgeschirmt, vielleicht irgendwelche kosmische Strahlung, die man schlecht beeinflussen kann. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ja, nachdem die Tür zugemacht wurde, die Schwingung weiterhin genau 24 Stunden betragen müssen. Das tut sie nicht. Und tatsächlich haben wir alle unsere eigene innere Rhythmik, die bei den meisten von uns ungefähr so 24,5 bis 25 Stunden lang ist. Und genauso ist es hier bei dieser Probandin auch. Der Rhythmus ist etwas länger. Dadurch verschiebt sich der Rhythmus immer jeden Tag ein paar Minuten weiter nach hinten, relativ zur Außenzeit. Bei einigen Probanden war der Rhythmus zwischen 28 und sogar fast 30 Stunden lang. Die hatten dann zum Schluss des Experiments einige Tage verloren. Und das war insofern ein bisschen ungünstig, weil ich hatte schon gesagt, die hatten sich oft Bücher mitgenommen, um sich für Klausuren und Examen vorzubereiten. Und wenn man da so in der Berechnung aus dem Takt gekommen ist, dann kann das schon sehr schlecht sein. Sie kennen das vielleicht, wenn man im Urlaub nicht mehr darauf angewiesen ist, morgens zur gleichen Zeit aufzustehen, dann steht man in der Regel jeden Tag ein kleines bisschen später auf. Und wenn der Urlaub dann zu Ende ist, dann muss man sich wieder nach vorne adaptieren. Das ist Ihre innere Uhr. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man die Abende irgendwie noch länger genießen will. Der Unterschied zwischen Uhr und Rhythmus ist, dass das eine von innen und das andere von außen kommt. Und damit diese innere Uhr unseren Tagesrhythmus zuverlässig bestimmen kann, muss sie so ein paar Kriterien erfüllen. Und das sind die drei Kriterien, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das eine ist die Selbsterhaltung. Das heißt, sie muss schwingen ohne äußere Rhythmik, so wie in diesem Bunkerexperiment gezeigt. Das andere allerdings ist die Synchronisation oder wir nennen es Entrainment. Das heißt, sie muss sich adaptieren können. Wenn wir nur unseren eigenen Rhythmus hätten, ja, dann wären wir ja alle unterschiedlich und dann würden wir ja nie zusammen irgendwo ankommen. Es gibt tatsächlich eine Erkrankung, die heißt Non-24 aus dem Englischen. Das sind blinde Patienten, bei denen das System dieser Synchronisation gestört ist. Diese blinden Patienten haben ihren eigenen Rhythmus. Die sind auch sehr schwer an unseren normalen 24-Stunden-Rhythmus zu adaptieren. Das heißt, die driften immer so langsam in und aus der normalen Tagesphase hinaus, non-24. Die haben halt dann 25- oder 26-Stunden-Rhythmus. Und dann gibt es Tage, wo sie ganz gut mit der Umwelt zusammen funktionieren und andere Tage, wo das sehr schlecht geht. Und dann für insbesondere nicht gleichwarme, also wechselwarme Wesen, muss es natürlich noch eine gewisse Temperaturkompensation geben. Sie können sich vorstellen, wenn bei einer Fruchtfliege die Uhr im Herbst sehr viel langsamer oder sehr viel schneller ginge, dann würde sie nicht als Uhr taugen.
Bei Menschen und bei allen Säugetieren haben wir eine Zentraluhr, die sitzt im sogenannten Nucleus suprachiasmaticus, also der Kern über dem Chiasma, über der Kreuzung der Sehnerven unter dem Hypothalamus. Sie wissen, die Sehnerven vom Augen, die kreuzen sich unter dem Hirn und gehen dann in die kontralateralen Hemisphären, also in die sehverarbeitenden Zentren in der Hirnrinde. Und genau hier, wo sich dieser Nerv kreuzt, oben drüber, da sitzt so ein kleiner Kern, ungefähr, wenn Sie so bei den Ohren reingehen würden, in der Mitte, ein paar tausend Nervenzellen. Und dieser Kern ist die Zentraluhr unseres Körpers. Wenn dieser Kern beschädigt wird oder nicht vernünftig funktioniert, dann verlieren wir die innere Rhythmik. Umgekehrt, wenn diese Lichtsynchronisation, denn tatsächlich gibt es direkte Nervenverbindungen vom Auge, da habe ich gleich auch noch eine Folie zu, die diesen Kern synchronisieren, nicht mehr funktioniert, dann kriegen wir diese Non-24-Erkrankung. Das heißt, wir haben zwar noch eine Rhythmik, aber wir können sie nicht mehr vernünftig von außen steuern. So, jetzt habe ich ja ein kleines Video mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist dieser SCN, dieser Nucleus suprachiasmaticus, und zwar in einer Maus. Und hier ist eines der Uhrengene in diesem Kern angefärbt worden. Können Sie es nochmal zeigen vielleicht? Ja, und Sie sehen hier im Tagesverlauf, wie diese Uhrengene an- und ausgehen. Immer wenn da das Licht angeht, dann wird diese molekulare Uhr in den Zellen angeschaltet und wieder ausgeschaltet. Und das kann man so lange beobachten, wie man diesen Kern in Zellkultur halten kann. Vielen Dank. Wer hat das herausgefunden, dass es diese Gene gibt? Das war dieser Herr, Seymour Benzer, eines meiner großen Vorbilder, der erste Mann, der Uhrengene entdeckt hat. Allerdings, wie man hier an diesem Forschungspräparat erkennen kann, hat er das nicht an Säugern, sondern an Fruchtfliegen gemacht. Er hat nämlich Fruchtfliegen genommen, hat die bestrahlt, um deren Erbgut zu verändern, und hat dann über tausende von Versuchszyklen herausgefunden, welche von diesen Fruchtfliegen dann veränderte Tagesrhythmen hatten. Sie sehen, er war wirklich mit Leib und Seele Fruchtfliegenforscher, wenn Sie dieses kleine Detail hier auf der Krawatte beachten. Leider ist er vor knapp 10 Jahren gestorben, sonst wäre er sicherlich ein Anwärter auf den Nobelpreis gewesen. Wir wissen inzwischen, wie das nicht nur bei Fruchtfliegen, sondern auch bei Menschen funktioniert. Und ich habe hier so den ganz grundlegenden Mechanismus dieses Uhrwerks einmal aufgezeichnet. Wir haben zwei Proteine. Das eine heißt sinnigerweise Clock. Das andere Bmol1. Clock ist übrigens die Abkürzung für Circadian Locomotor Output Cycles Kaput. Da hat sich jemand mal ein Wochenende hingesetzt und sich eine gute Abkürzung überlegt. Diese beiden Proteine steuern drei sogenannte Period- und zwei Kryptochrom-Gene im Tagesverlauf an und sorgen dafür, dass die aktiv werden, dass entsprechend die Transkripte und Proteine gebildet werden. Diese Proteine, die PER- und CRY-Proteine, akkumulieren im Laufe des Tages, und in der Nacht können die dann zurückwirken auf die Aktivität von Clock und Bmol und schalten sich dann quasi selber ab. Zum Ende der Nacht dann werden diese Proteine instabil, diese Proteine werden wieder frei und der ganze Zyklus kann von vorne anfangen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht es so aus: hier am Tag sind die PERS und die CRYs aktiv und in der Nacht sind die BMALs aktiv. Und das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, dieses An und Ab, das war genau die Aktivität von einem dieser PER-Gene, was man sehr schön in Zellkultur hier beobachten kann. Synchronisiert wird diese Uhr über ganz spezielle, sogenannte nicht visuelle, also nicht mit dem Sehsinn verbundene Zellen in der Netzhaut. Die sind hier in grün eingezeichnet. Das sind Zellen, die exprimieren ein Photopigment, das heißt Melanopsin. Sie kennen ja das Rhodopsin, was wir zum Sehen brauchen. Und das Melanopsin, das ist ein ganz ähnliches Photopigment, eine Art Sensor für Licht. Und diese Melanopsin-Zellen hier, die sind in so einem ganz losen Netzwerk in der Ganglienzellschicht unserer Netzhaut miteinander verknüpft. Das sind viel zu wenig Zellen, um ein Bild formen zu können, aber die sind sehr gut geeignet, um Helligkeit zu detektieren. Also wenn wir jetzt hier in diesem, naja, einigermaßen gut beleuchteten Raum sitzen, dann sind diese Melanopsin-Zellen weitestgehend inaktiv. Die sind insbesondere für blaues, blauwelliges Licht. Am empfindlichsten sind sie für 460 bis 400 Nanometer Wellenlänge, mit einem Licht mit der Wellenlänge von 460 bis 480 Nanometer. Und insbesondere im Sonnenlicht haben wir einen relativ starken Blaulichtanteil. Deshalb ist
das Verbringen von Zeit draußen im Sonnenlicht unheimlich wichtig, auch um seine innere Uhr zu synchronisieren. Und Sie sehen hier bei der Maus, da sehen Sie hier den optischen Nerv, hier die Kreuzung der optischen Nerven und hier diese beiden dunklen Punkte. Das ist der SCN, die Zentraluhr, wird direkt von diesen Zellen angesteuert. Was kann man damit praktisch machen? Man kann zum Beispiel versuchen, seine Uhr, wenn man in Urlaub fliegt, schnell an die neue Zeitzone zu adaptieren. Und deshalb hier jetzt ein paar praktische Tipps. Und zwar, wenn Sie Licht am sogenannten subjektiven Tag, also der Tag Ihrer inneren Uhr, es ist nicht so wichtig, wo die Uhrzeit jetzt am Urlaubsort ist, aber wo Ihre innere Uhr, die ja in den ersten Tagen noch in der Heimat verhaftet ist, wenn Sie da am Tag Licht kriegen, dann hat es eigentlich keinen Effekt. Wenn Sie in der frühen Nacht Licht kriegen, dann verlangsamt sich Ihre Uhr, das heißt, Ihre Uhr wird nach hinten verstellt. Das wollen Sie zum Beispiel, wenn Sie in die USA oder in die Karibik fliegen. Umgekehrt, wenn Sie nach Ostasien fliegen, dann möchten Sie, dass die Uhr sich nach vorne verstellt, damit Sie dann abends müde werden. Dann sollten Sie Licht bekommen zum Ende Ihrer subjektiven Nacht. Ich habe das noch mal einmal so zusammengefasst. Wenn Sie jetzt den Übernachtflieger sagen wir, der Westküste USA zurücknehmen oder von Frankfurt nach Tokio und Sie steigen morgens aus dem Flugzeug, dann sind Sie in dieser Phase hier am Anfang der Nacht, dann sollten Sie möglichst kein Licht bekommen. Da erkennen Sie die Profis dran, die werden dann am Flughafen mit Sonnenbrille unterwegs sein, wie zum Beispiel diese beiden hier. Man denkt immer, das machen die, um sich hier vor den Groupies zu schützen, aber nein, die wissen natürlich um ihre innere Uhr und wie sie am besten adaptieren können. Ja. Wie messen wir die innere Uhr im Labor? Das machen wir zum Beispiel, wenn wir mit Mäusen arbeiten, durch Laufradexperimente. Sie denken, oh ja, Laufräder, das ist ja ziemlich künstlich, aber wie dieses Bild schon andeutet, Mäuse laufen sehr gerne im Laufrad und auch von alleine. Und interessanterweise laufen nicht nur Mäuse im Laufrad, sondern auch viele andere Tiere, von denen man es gar nicht erwarten würde. Eine Kollegin von mir, Johanna Meyer aus Leiden, hat mal so ein großes Laufrad in ihrem Garten untergebracht und hat eine Kamera daneben gestellt und hat mal geguckt, was sich denn da so in das Laufrad verirrt. Und wie Sie sehen hier, die allermeisten Fälle waren es tatsächlich Mäuse, aber Nacktschnecken, Ratten, Spitzmaus, ein Frosch, auch eine Weinbergschnecke. Und wenn Sie hier gucken, ja, sogar der gelegentliche Vogel. Also es war ein reger Betrieb dort in diesem Laufrad. Also es ist ein vielleicht nicht natürliches Verhalten, aber ein durchaus freiwilliges und nicht erzwungenes Verhalten. Tatsächlich hat man festgestellt, dass viele Tiere so einen gewissen Belohnungseffekt aus diesem Laufradlaufen erfahren. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrer Bekanntschaft. Da gibt es so den einen oder anderen Sportfanatiker. Das ist ganz genau dasselbe. Das macht man ja dann irgendwann nicht mehr der Fitness wegen, sondern weil es sich hinterher so gut anfühlt. Wie sieht das nun aus, wenn Mäuse im Laufrad laufen? Das ist hier ein sogenanntes Aktogramm. Jede horizontale Zeile sind hier zwei Tage. Sie sehen hier die Uhrzeit von 0 Uhr bis 24 Uhr und dann das Ganze nochmal daneben geplottet. Und hier in der Dunkelphase, dieses graue Viereck, sehen Sie diese schwarzen Signale, da ist die Maus im Laufrad. Mäuse sind nachtaktiv, das heißt, wir sehen die Aktivität hier vor allen Dingen in der Dunkelphase. Und hier ungefähr haben wir dann einen künstlichen Jetlag eingebaut. Wir haben die Lichtphase um 8 Stunden nach vorne verschoben und Sie sehen, es dauert eine ganze Zeit lang, bis die Maus sich angepasst hat. Das ist genau das, was passiert, wenn Sie von hier nach Asien fliegen. Dann braucht es manchmal eine ganze Woche, bis Sie dort eigentlich körperlich, geistig auch wirklich angekommen sind. Hier ist das nochmal quantifiziert. Dann sehen Sie hier über viele Tiere, dann sehen Sie, dauert es tatsächlich ungefähr 8 Tage, bis die Tiere adaptiert haben. Es wäre ja schön, wenn wir das irgendwie beeinflussen könnten, um das Ganze vielleicht etwas schneller vonstatten gehen zu lassen. Und das kann man tatsächlich, und zwar kann man das zumindest bei Mäusen ganz gut, indem man deren Cortisolrhythmus, Sie erinnern sich, dieses rhythmische Hormon, was man auch beim Menschen gemessen hat, quasi vor dem Urlaub ein kleines Stück in Richtung Urlaubsland verschiebt. Das ist hier passiert. Sie sehen hier den normalen Cortisolrhythmus in schwarz und dann nach Gabe eines Medikaments, Methyrapon, zu einer bestimmten Tageszeit, war der Rhythmus schon vor dem Jetlag nach vorne verschoben. Und wenn man sich dann die Verhaltensdaten anguckt, dann ist das hier mit Wasser quasi die Placebo-Bedingung und hier mit Methyrapon, da sehen Sie, die Maus hat sehr viel schneller angepasst. Und wir sind im Moment dabei zu schauen, ob man das auch beim Menschen so hinkriegt.
Ja, ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, wir haben zwar eine Zentraluhr im SCN, aber wir haben vor allen Dingen auch Uhren in allen anderen Körperzellen, zum Beispiel in der Leber, in der Niere. Eigentlich alle Zellen, in denen wir nachschauen, haben eine eigene Uhr. Und interessanterweise ist nicht nur das Licht wichtig, um diese Uhren zu synchronisieren, sondern auch das Essen. Und zwar insbesondere, wann wir essen. Wir können, indem wir nur zum Beispiel nachts essen, unsere Leberuhren, unsere peripheren Uhren ganz effizient von der Uhr im Gehirn entkoppeln. Das sorgt dann so für eine schlechte Abstimmung zwischen den verschiedenen Geweben. Und das ist zum Beispiel assoziiert mit einem stark erhöhten Risiko, Übergewicht zu entwickeln oder zum Beispiel Diabetes. Auf der anderen Seite kann man dieses Wissen nutzen, um über eine Stabilisierung der Rhythmik zum Beispiel solchen metabolischen Erkrankungen vorzubeugen. Und hier auch wieder ein Experiment in der Maus. Wenn man Mäuse auf eine sehr fetthaltige Diät setzt, dann werden die dick. Das sieht man hier am Gewichtsverlauf, hier die schwarze Kurve. Das sind hier die normal gefütterten Tiere. Dann werden die sehr schwer, fast doppelt so schwer, naja, oder zumindest ein Drittel schwerer als die normal gefütterten Tiere. Wenn wir allerdings den Zugang zu dieser Diät nur in der Aktivitätsphase haben, die Mäuse essen das Gleiche, die gleiche Menge, die gleiche Art, dann hat diese Diät keine sogenannte obesogene Wirkung mehr. Und es gibt inzwischen Studien bei Menschen, die auch darauf hindeuten, dass wann wir essen mindestens genauso wichtig ist, wie was wir essen für die Regulation unseres Körpergewichts. Dieser Mann macht also alles verkehrt. Er isst nachts, er bewegt sich nicht. Und er hat auch noch Blaulicht, damit bringt er seine innere Uhr noch zusätzlich durcheinander. Okay, ich hatte Ihnen dieses Bild schon gezeigt. Wir haben viele Rhythmen, die diesen Tagesrhythmus dieser inneren Uhr folgen. Einer davon ist zum Beispiel das Melatonin. Sie haben von diesem Hormon vielleicht schon mal gehört. Melatonin wird nachts ausgeschüttet, wenn Sie schlafen. Interessanterweise, die Melatoninausschüttung ist sehr, sehr altersabhängig. In jungen Jahren haben wir einen sehr schönen, robusten Melatoninrhythmus. Je älter wir werden, desto mehr nimmt dieser Rhythmus ab. Sie sehen hier bei den über 70-Jährigen, ist es nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Melatoninrhythmus. Und das ist tatsächlich auch einer der Faktoren, der damit zu tun hat, dass zum Beispiel auch der Schlaf-Wach-Rhythmus immer, wir sagen, fragmentierter wird, je älter wir werden. Wir machen immer weniger Melatonin nachts, was letztendlich auch den Schlaf konsolidiert. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Lichtbedingungen einen sehr entscheidenden Einfluss auf das Melatonin haben. Wenn wir abends aufstehen und das Licht anmachen, dann passiert Folgendes. Das Melatonin geht innerhalb von Minuten sehr effizient in den Keller. Und insbesondere blaues Licht ist dafür verantwortlich, weil es nämlich auch über diese Melanopsin-Zellen in den Ganglienzellen der Netzhaut funktioniert. Wenn Sie also diesen Effekt vermeiden wollen, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Elektroinstallateur und lassen Sie sich sowas installieren. Rotes Licht wird Ihren Melatoninrhythmus nicht beeinflussen und dadurch die Rhythmik besser erhalten. Ich habe sowas allerdings allenfalls mal in Studenten-WGs gesehen. Nun ist nicht nur die Rhythmik per se, also die Periode, mit der wir unter artifiziellen, zeitlosen Bedingungen schwingen würden, sondern auch die Phasenlage relativ zum Tagesrhythmus sehr individuell verschieden. Wir sprechen von sogenannten Chronotypen, Frühaufstehern oder Lerchen und Spätaufstehern oder Eulen. Und das ist hier so die Verteilung. Der Kollege Rönneberg aus München hat die mit sehr vielen Probanden mal zusammengetragen, die Verteilung der Chronotypen über die Bevölkerung in Deutschland. Und dieses hier gibt die mittlere Schlafphase, also die Uhrzeit der mittleren Schlafphase an freien Tagen an. Man geht davon aus, dass man an freien Tagen so schlafen kann, wie es die innere Uhr bestimmen würde. Eltern werden da vielleicht gegen argumentieren, ist vielleicht gerade an freien Tagen sehr ungünstig. Insofern muss man das ein bisschen kritisch betrachten. Aber was man sagen kann, es gibt schon eine starke Verteilung und es gibt relativ viele Spätaufsteher, relativ wenig Frühaufsteher und eine ansonsten sehr schön gleichmäßige Verteilung. Interessanterweise ändert sich unser Chronotyp im Lebensverlauf. Wir starten als Kinder eher früh. Dann im Verlaufe der Pubertät werden wir zum Teil extrem spät. Hier, es gibt leichte Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und dann so um die Mitte 20 schwingt das Pendel dann um. Und je älter wir werden, desto früher werden wir wieder.
Das führt insbesondere zu dem, was Lehrer und Kollegen von mir als den Erste-Stunde-Effekt bezeichnen. Sie kommen in den Vorlesungssaal, sie haben einen schönen Film mitgebracht, sie dunkeln vielleicht noch etwas ab, dann dauert es 5 Minuten und die Aufmerksamkeit ist im Keller. Das ist ein großes Problem, ja, also gerade auch bei Schülern, Oberstufenschülern, dass die eigentlich gar nicht leistungsfähig in den frühen Stunden sind. Und eine holländische Studie hat gezeigt, dass es insbesondere bei den sehr späten Chronotypen tatsächlich auch mal eine ganze Schulnote ausmachen kann, wenn da die Klausuren sehr früh morgens geschrieben werden. Lässt sich das beeinflussen? Ja, ein bisschen, und nämlich auch wieder durchs Licht. Je mehr Licht wir kriegen, desto früher werden wir in der Regel. Und Herr Rönneberg hat auch noch eine andere interessante Studie gemacht, hat mal geschaut, ob es denn Unterschiede zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland gibt. Sie denken dran, morgens, wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann kriegen also die neuen Bundesländer zuerst Licht. Und die alten Bundesländer, Rheinland-Pfalz, Saarland, kriegen relativ spät Licht. Und tatsächlich gibt es Unterschiede. Und das sieht man hier. Hier ist der Aufgang der Sonne und dann sehen Sie hier den Verlauf der Chronotypen von Westen nach Osten. Die Wester sind etwas später als die Ostler. Das sind natürlich nur wenige Minuten, weil es geht sehr schnell. Deutschland ist ein kleines Land. Nichtsdestotrotz haben die Thüringer sich entschieden, das nehmen wir zu unserem Landesmotto auf. Wir stehen früher auf, es sind nur ein paar Minuten, ob das wirklich was ausmacht, aber ein innovatives Motto ist es allenfalls. Entschuldigung, es waren gar nicht die Thüringer, sondern Sachsen-Anhalt. Okay, letzter Teil. Wie können wir das Ganze eigentlich anwenden, zum Beispiel in der Klinik oder für die Behandlung von Erkrankungen? Wir müssen uns darüber klar sein, dass ja nicht nur die Uhren die Rhythmen machen und diese Rhythmen vielleicht durch Erkrankungen gestört sein können oder auf der anderen Seite diese Rhythmen unsere Anfälligkeit für Erkrankungen beeinflussen können, sondern auch Medikamente wirken natürlich unterschiedlich davon, wie unser Körper gerade in welchem Zustand er ist, anders. Oder die Rhythmik selber kann letztendlich auch die Wirkung von Medikamenten beeinflussen und die Medikamente können natürlich auch direkt auf unsere Uhren wirken und damit unsere Rhythmik stören oder unsere Rhythmik positiv beeinflussen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Hier sehen Sie eine Schlafaufzeichnung hier auf der rechten Seite von einem normalen Menschen. Sie sehen hier, nachdem er eingeschlafen ist, gibt es hier in grün eine erste Tiefschlafphase und dann hier in blau den sogenannten REM-Schlaf für Rapid Eye Movement, wo die Augen sich sehr schnell bewegen. Und diese Schlafphasen, die wechseln sich dann im Verlaufe der Nacht ab. Es gibt insbesondere in der ersten Nachthälfte viel Tiefschlaf und in der zweiten Nachthälfte viel von diesem REM-Schlaf. Das sind auch diese Phasen, wo wir sehr viel träumen. Und hier sehen Sie eine ähnliche Aufzeichnung für einen Patienten, der an Schizophrenie leidet. Und Sie können sofort sehen, hier insbesondere die ganz tiefen Schlafphasen sind hier überhaupt nicht vorhanden. Und es gibt sehr kurze, häufigere REM-Schlafphasen. Das heißt, der Schlaf ist fragmentierter und insgesamt ist die Schlafarchitektur gestört. Und das sehen wir bei sehr vielen, insbesondere psychiatrischen Erkrankungen. Aber auch ganz eher zelluläre, gar nicht gehirngesteuerte Erkrankungen können sehr stark von der Uhr beeinflusst sein. Was wir hier sehen, ist die Aktivität eines dieser Uhrengene, zwei dieser Uhrengene, PER1 und PER2, in der Leber, hier in Rot. Da sehen Sie einen sehr schönen Tagesrhythmus mit höchster Aktivität hier in der Nacht, hier auch nochmal und in einem Lebertumor. Und da sehen Sie, in dem Lebertumor ist diese Rhythmik weg. Denken Sie nochmal, was ich gesagt habe zur Zellteilung und zur Aktivierung der inneren Uhr. Ein Tumor ist natürlich ein Gewebe, in dem die Zellteilung dereguliert ist. Da macht es natürlich Sinn, dass dieser Zeitgeber nicht mehr vernünftig funktioniert. Das wiederum bedeutet, dass wir zu bestimmten Tageszeiten zwar den Tumor immer gleich treffen, weil er keine Rhythmik hat, aber die Empfindlichkeit des Lebergewebes für zum Beispiel Chemotherapie könnte durchaus sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, wann wir eigentlich die Medikamentierung ansetzen. Und das haben hier Kollegen in der Ratte gemacht. Die haben Ratten mit einem typischen Chemotherapeutikum Docetaxel behandelt und haben geschaut, wie die Ratten das verkraftet haben. Sie sehen hier, gibt es 5 Behandlungen nacheinander zu verschiedenen Tagen und dann hat man sich angeguckt, wie viele von diesen Ratten dieses Experiment tatsächlich überlebt haben.
Und Sie sehen hier die Tageszeiten, zu denen behandelt wurde. Und dann sehen Sie, wenn die Ratten um 3 Uhr morgens behandelt wurden, haben 85% der Tiere überlebt. Wenn die Tiere aber um 11 Uhr abends behandelt wurden, nur 12. Das ist natürlich ein dramatischer Unterschied. Stellen Sie sich das mal in der Klinik vor. Auf der anderen Seite ist die Rhythmik gestört, sind wir oft anfällig für andere Erkrankungen, insbesondere für metabolische Erkrankungen. Hier ist eine große Studie an Schichtarbeitern gewesen, und dann hat man über mehrere Jahre geschaut, wie sich das Körpergewicht dieser Schichtarbeiter verändert hat. Und man konnte sehr schön zeigen, je länger die Schichtarbeit gedauert hat, Sie sehen hier gar keine Schichtarbeit, 1 bis 2 Jahre und dann hier bis zu über 20 Jahre, desto höher das Risiko, dass die Probanden dann an Übergewicht leiden. Das sieht ganz ähnlich für zum Beispiel Krebserkrankungen wie Brustkrebs aus. Hier eine sogenannte Meta-Analyse, mehrere Studien zusammengefasst, insgesamt mehrere 10.000 Probanden, wo gezeigt wurde, dass bei Schichtarbeit das Brustkrebsrisiko um ungefähr 50% erhöht ist. Hier 1,48, normal wäre also 1 hier und dann ist es dann um 48% erhöht. In einigen Studien sogar noch viel mehr hier. Letzte Folie dazu, man hat Flugpersonal sich angeschaut, das ist vielleicht ein extremer Fall von Dauerstörung des zirkadianen Systems, also Flugpersonal, die über den Atlantik und zurückgeflogen ist. Und man hat da zwei unterschiedliche Gruppen verglichen, und zwar solche, die kurze Zeit am Zielort warten und dann wieder zurückflogen, also relativ Dauer-Jetlag ausgesetzt waren, und solche, die sich für einige Tage erholen konnten. Und man hat dann CTs von deren Gehirn gemacht und geguckt, ob sich dort anatomische Veränderungen ergeben haben. Und tatsächlich im linken Temporallappen, das ist ein wichtiges Zentrum für die Aufnahme von Gedächtnisfunktionen, gab es hier Veränderungen. Und zwar die Kurzzeiterholer, die hatten dann im Vergleich zu Bodenpersonal ein verkleinerten, man kann sagen verkümmerten Temporallappen, und man hat dann geguckt, hat das funktionelle Konsequenzen, und man hat hier so einen Reaktionstest gemacht, und tatsächlich die mit der kurzen Erholungszeit hatten schlechtere Reaktionszeiten, und hat dann in so einem Test, wo man so eine bestimmte Zahlenabfolge mit einer Tastatur tippen musste, geguckt, wie viele von diesen Zahlen sie falsch hatten, und tatsächlich hatten die auch weniger korrekte Zahlen. Das heißt, es gibt neuroanatomische Veränderungen, und die schlagen sich tatsächlich auch in die geistigen Fähigkeiten dieser Flugpersonalarbeiter nieder. Kann man dem entgegenwirken? Ja, man kann zum Beispiel versuchen, über Medikamente das System zu stabilisieren. Und ein Medikament, was viel verwendet wird, ist das Melatonin. Sie erinnern sich, wird nachts ausgeschüttet. Und was man hier gemacht hat, man hat Patienten mit sogenannter Winterdepression, hat man abends immer Melatonin gegeben. Und hier auf der linken Seite sehen Sie die Veränderung in einer sogenannten Depressionsskala. Und dann, das sind hier die Kontrollbedingungen, Placebo oder ein anderes Medikament, das andere Medikament und Placebo zusammen. Sie sehen hier den stärksten Effekt. Die höchste Stimmungsaufhellung hatte man mit Melatonin. Durch eine Stabilisierung der Rhythmik wird letztendlich auch das Depressionsrisiko gesenkt. Das kann man auch über Licht machen. Sie kennen vielleicht diese Tageslichtlampen, die man sich zum Beispiel im Büro an den Schreibtisch stellen kann. Die sind insbesondere in Skandinavien, wo die Winterdepression oder im Englischen sagt man Seasonal Affective Disorder oder SAD relativ verbreitet ist, sind relativ wirksam. Wichtig ist, dass diese Lampen auch sehr hell sind. Man sagt mindestens 2500 Lux. Das ist schon sehr hell, besser noch mehr. Und man darf sie auch nicht mit UV-Lampen verwechseln. Also machen Sie bitte nicht, dass Sie sich vor so einen UV-Schirm setzen und sich jeden Morgen die Netzhaut verbrutzeln. Das ist überhaupt nicht gefallen. Sie wollen das blaue Licht haben, die 480 Nanometer, die Ihr Melanopsin-System ansprechen. Und da können Sie auch ruhig die Augen bei zumachen, denn auch bei geschlossenen Augen kommt sehr viel Licht auf Ihrer Netzhaut an. Ist ungefähr um ein Drittel verringert. Eine vielleicht noch interessantere Studie, auch von Relevanz für das Gesundheitswesen. Ich habe das mal bei uns im Klinikum gezeigt. Da hat der kaufmännische Vorstand gleich den Notizblock gezückt. Und zwar hat man hier mal geschaut, in einem Krankenhaus, was hier so in Nord-Süd-Ausrichtung war, hat man mal geguckt, ob es eigentlich einen Unterschied macht, ob man ein Zimmer nach Westen oder nach Osten hatte. Ja, also hier die Zimmer nach Westen, die hatten relativ wenig Licht am Morgen und dann etwas mehr Licht am Abend. Und dann hat man hier das Zimmer nach Osten mit sehr viel Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgegangen ist,
und etwas weniger Licht am Abend. Und dann hat man mal geguckt, das waren depressive und manisch-depressive Patienten, was so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Klinik war. Und das waren hier bei den Zimmern nach Westen 24 Tage und bei den Zimmern nach Osten nur knapp 20 Tage. Also eine ganze Woche weniger oder fast eine Woche weniger Aufenthalt im Krankenhaus. Wer hätte das nicht gern? Jetzt ist die Frage, sollte man die Privatpatienten jetzt auf die linke oder lieber auf die rechte Seite tun? Das hilft auch zum Beispiel bei Senioren, Seniorenheime. Das ist oft das Problem, dass aufgrund der eingeschränkten Mobilität die Senioren weniger nach draußen kommen, dadurch weniger Blaulichtexposition haben. Dadurch wird die Rhythmik, die ja sowieso aufgrund der eingeschränkten Mobilität schon gestört ist, oft noch mehr gestört. Und man hat hier in Holland ein Experiment gemacht, wo man lauter solche Tageslicht-LED-Panels hier in die Decken eingebracht hat. Und auch das hat tatsächlich geholfen, zum Beispiel die Schlafqualität zu verbessern. Hier geringere Werte sind hier besser. Und auch die Depression oder depressive Symptome auf so einem Ankreuztest zu verbessern. Und das Ganze hat dann tatsächlich auch noch mehrere Wochen nach dem eigentlichen Experiment angehalten, sodass jetzt in zumindest diesen Altenheimen, wo das Seniorenheim, in dem das gemacht wurde, jetzt dauerhaft diese Panels angebracht wurden. Okay, damit bin ich am Ende. Vielleicht kann ich noch mal zusammenfassen. Wir haben die Uhren im Gehirn und halt auch in allen peripheren Organen und Geweben und die synchronisieren letztendlich unsere Physiologie und auch unser Verhalten, Schlaf-Wach-Rhythmus, wann wir aktiv sind, wann wir zum Beispiel auch am besten arbeiten können mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Es gibt diesen Freilauf und das Tageslicht insbesondere, aber zum Teil halt auch unsere Nahrungsaufnahme können diesen Freilauf synchronisieren. Ist die Rhythmik gestört, dann sind wir anfällig für eine ganze Reihe von Erkrankungen, insbesondere metabolische Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes, kardiovaskuläre Probleme, aber auch neuropsychiatrische Erkrankungen wie verschiedene Depressionsformen, denken Sie an Winterdepressionen und sogar zumindest in Einzelfällen beschrieben Krebserkrankungen. Chronotherapie, also entweder die Beachtung von optimalen Behandlungszeitpunkten oder die Stabilisierung der Rhythmik quasi als Präventivmaßnahme können helfen, Krankheiten vorzubeugen oder mit geringeren Nebenwirkungen zu behandeln. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung.